Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist Montag, es ist Pfingstmontag und ich dachte, ich nehme euch mal mit durch meinen freien Tag, weil die meiste Zeit kriegt ihr ja irgendwie mein Arbeitsleben, meine Selbstständigkeit mit. Und ich dachte, wir ändern das heute mal, dass ich euch ein bisschen mit durch meinen freien Tag nehme. Die Morgenroutine ist letztendlich identisch. Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee, journal ein bisschen, mache eine Runde Yoga, mache mich fertig und so weiter. Und jetzt gerade habe ich eine Runde gelesen und jetzt kommt die Sonne raus. Es war gerade die ganze Zeit richtig bewölkt und ich dachte, es regnet. Deshalb habe ich mich zuerst fürs Lesen entschieden. Aber die Sonne kommt ein bisschen raus, deshalb benutze ich jetzt die Zeit, weil es heute auch noch dolle regnen soll, rauszugehen, ein bisschen an die frische Luft zu gehen, bevor ich dann wieder ganz entspannt entweder weiterlese oder ich wollte heute auch noch meine Fortbildung, die ich gerade mache, weiterschauen. Das ist ein Online-Kurs, den ich besuche zum Thema agile Führung und das sind so die beiden Main-To-Dos quasi, Main-Aktivitäten, die ich heute machen möchte, ganz entspannt mir ein bisschen die Fortbildung anschauen. Und auf jeden Fall ganz, ganz viel und entspannt lesen. Aber wie gesagt, jetzt gehe ich erstmal raus, genieße den Hauch von Sonnenschein, der da ist. Ich traue dem Ganzen noch nicht so richtig. Aber ja, das gehört für mich für einen freien Tag auf jeden Fall mit dazu. Rausgehen, lesen, ein bisschen sich zu entspannen. Also ihr werdet feststellen, heute ist nicht die fette Action angesagt, aber das habe ich die ganze Woche. Das brauche ich am Wochenende oder an freien Tagen nicht. Deshalb, let's go, wir gehen raus. Leute, ich renne hier richtig ambitioniert mit Sonnenbrille raus und es zieht sich zu. Denn mir ist richtig dunkel und schwarz. Ja, mal sehen, was das noch wird. Aber man braucht ja ambitionierte Ziele. Wahrscheinlich reißt gleich der Himmel auf und es scheint die Sonne. Obwohl, es macht gerade nicht den Anschein. Naja, egal. Spaziergang zurück. Ich habe mir jetzt hier einen Stadionbecher mit Wasser und Zitrone gemacht und werde jetzt in meine Fortbildung schauen. Und ich glaube, heute geht es um Mitarbeitenden-Suche, Einstellung etc., Vorstellungsgespräche. Gestern ging es ums um OKR und KPIs und sowas, also ja, um so Frameworks teilweise, auch im Vergleich mit Scrum. Ja, also OKRs sind Objectives and Key Results. Ja, also es geht viel um Ziele, um Vision, um agile Führungsformen und so. Das würde jetzt zu weit gehen, glaube ich, würde ich das alles erzählen. Ich glaube, es ist auch nicht so interessant für euch, könnte ich mir vorstellen. Naja, es geht im Allgemeinen um agile Führung und heute geht es halt darum, um mit dem Fachkräftemangel umzugehen, um ja, die Mitarbeitendensuche agil zu gestalten, Einstellungsvoraussetzungen und so weiter und so fort. Kann ich euch noch nicht so viel zu erzählen, weil ich ja auch selber noch nicht weiß, worum es ganz konkret geht, aber das ist auf jeden Fall die Überschrift meines nächsten Kapitels. Und ja, da werde ich jetzt mal reinschauen, worum es heute geht. So, ich habe meine Fortbildung, jedenfalls die Lektion meiner Fortbildung jetzt erledigt. Es ging um Mitarbeitersuche, Auswahl und Einarbeitung. Das war nochmal sehr, sehr spannend. Und jetzt habe ich Hunger, jetzt werde ich mir was Leckeres zu essen machen. Ich bin ein bisschen müde geworden gerade. Genau, jetzt mache ich mir was zu essen. Und ja, dann mal gucken.
Ich habe beschlossen, jetzt noch einen Ausflug zu machen, weil das Wetter echt schön ist. Es hat sich so aufgeklärt. Deshalb werde ich jetzt mein Buch reinpacken, eine Decke, etwas zu trinken. Und dann werde ich draußen lesen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber ich werde mir einen schönen Platz auf einer wundervollen Wiese suchen. Also Sachen packen. Regen bin ich wieder da, ein bisschen vom Winde verweht, aber jetzt hat es angefangen zu regnen. Ich hatte ein gutes Timing, ich freue mich darüber. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann werde ich wahrscheinlich noch eine Lektion in der Fortbildung mir ansehen. Und ja, das ist jetzt erstmal der Plan. Ich genieße total diesen wundervollen freien Tag, diese Ruhe, dieses so in den Tag hineinleben. Einfach ganz spontan das machen, worauf man Lust hat. Und ich glaube, wir machen das viel zu selten. Und ich glaube, viele Menschen haben auch Hemmung, das dann alleine zu machen. Also sich alleine einfach nett zu machen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir Zeit mit uns alleine auch verbringen, um unsere Selbstbeziehung zu stärken, um es sich einfach auch nett zu machen, dass man es selbst wert ist, dass man es schön hat, dass man es nett hat, dass man eine schöne Zeit hat. Und ich glaube, da braucht man nicht immer andere Menschen für. Also für mich ist es manchmal auch echt sehr, sehr erholsam, Zeit alleine zu verbringen. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Ich verbringe ganz, ganz viel Zeit mit Menschen ja schon alleine aus beruflichen Gründen. Umso wichtiger ist es, glaube ich, manchmal auch die Zeit alleine zu verbringen, um die Selbstbeziehung zu stärken. Um auch mal Stille wieder auszuhalten, ohne am Smartphone zu sein und sich irgendwie mit anderen Reizen voll zu ballern. Einfach mal im Moment zu sein und ja, ich glaube, das macht man zu selten. Also ich glaube, ich mache es zu selten. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. So, ich mache mir jetzt einen Kaffee, dann chill ich mich aufs Sofa und dann, wie gesagt, gucke ich, glaube ich, noch ein paar Videos von meiner Fortbildung und boah, das ist der Plan. In meiner jetzigen Fortbildungskapitel geht es, glaube ich, um Führungspersönlichkeiten. Auch sehr spannend. Ich bin neugierig. But first, so, hier steht er schon, mein Kaffee. Und ich habe gerade den Rest vom Gemüse in eine Tupperdose getan. Das esse ich morgen zum Mittag. Da brauche ich nämlich nichts machen. Ich habe meine Online-Fortbildung noch weitergemacht und jetzt ist das Wetter wieder so schön, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine Runde Yoga auf dem Balkon zu machen. Und ja, also das werde ich jetzt tun, bevor das Wetter sich doch nochmal umentscheidet.
So, Yoga-Check. Ich habe auch schon Abendbrot gegessen. Meine Mama hat Brot gebacken. Das hat sie mir mitgegeben, als ich neulich da war. Und jetzt ist es gleich 19:30 Uhr. Ich bin auch ein bisschen zerzaust, aber das ist völlig in Ordnung, weil ich gehe jetzt aufs Sofa und werde noch ein bisschen lesen. Dann werde ich auf jeden Fall noch journalen am Abend. Also meine Abendroutine ist immer gleich, dass ich journal, den Tag reflektiere für mich und dann immer noch so ein 10-Minuten-Stretching mache. Ich kann dir die Videos, die ich morgens und abends immer so zum Stretching nutze, gerne verlinken. Die mache ich quasi mit Mehdi Morrison zusammen. So starte ich den Tag, so beende ich den Tag. Und ja, jetzt werde ich noch ein bisschen lesen. Hier scheint die Sonne richtig schön rein. Hier in dem Raum ist gerade richtig schönes Licht, finde ich. Und ja, das wird jetzt erstmal meine Abendbeschäftigung noch sein.